Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer nächsten Folge von Planet Coaster. Das Geile ist, ich habe hier eine Mauer gebaut und dennoch können die Leute da durchlaufen. Toll. Egal. Überraschungseffekt 0. Dann öffnen wir schon mal das hier, ja. Dann kriegen wir auch mehr Leute in diesem Bereich. Und das hier öffnen wir ebenfalls. Ach, das ist ein Hutladen. Okay, da brauchen wir. Ah, Mitarbeiter ist auch schon da. Okay, der sollte jetzt eigentlich auch geöffnet werden. Ein Restaurant haben wir auch. Genau, das ist auch eröffnet worden. Also, ihr seht, ja, es ist wunderschön geworden. Es wird natürlich noch weitergehen. Und zwar plane ich Folgendes. Und zwar einen Märchenturm hinzubauen. Ja, ich weiß nicht, ob der hier hinkommt vielleicht. Und drumherum schlendert eine Achterbahn lang. Ja, oder irgendwie sowas. Vielleicht eine Wasserbahn? Eine Idee. So, das hier soll hier hinkommen. Oder hier hinter. Ich weiß noch, ich habe auch noch den Weg hier verbunden, wie man sieht, ja. Damit auch alles so ein bisschen eins ist. Und dieser Bereich wird hier hinkommen. Hier werden wir dann eventuell mal das Piraten-Setting bauen und hier hinten Sci-Fi. Und dann ist der Park ja bald schon sehr, sehr weit. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Keine Sorge. Wir müssen mal, was wir gar nicht haben, wir haben nur eine Toilette im Park und zwar ganz am Anfang. Deswegen greifen wir jetzt mal durch und bauen. Müssen wir hier auch zwei Ein- und Ausgänge? Nein, hier gibt es nur einen und ein und Ausgang. Das wollte ich sagen. So. Mann, ey, da hänge ich ja wieder fest, ey. Okay. Das ist, nehmen wir mal das hier. Ne, diese Blätter nehmen wir hier, ne? Alles in diesem Look machen. Muss ja auch alles einheitlich sein. Bin mal gespannt, was das hier für eine Bewertung hat. Boah, 97%. Okay, krass. Sieht man mal ein bisschen Berge, ein paar Bäume ausstellen und schon fallen die Leute es ab. Eine neue Toilette ist auch da. Ist das schön. Können die Leute auf den Pott gehen. Was kostet dieser Märchenturm? Ich glaube, hier müssen wir hingehen, ne? Ne, warte mal, der ist hier. Ja, den meine ich. Den würde ich gerne direkt am Anfang hinstellen und da soll die Achterbahn lang fahren. Drumherum. Ja, wunderschön, Leute. Passt irgendwie. Also ich finde, das ist zwar Mystik und so, aber es passt irgendwie hierzu ganz gut, finde ich. Ist so ein bisschen auch ein schöner Style. Ne? So, kommt alle in den Park, Ladies and Gentlemen. Kommt alle hier rüber. Der Techniker ist auch da. Wir müssen bald einen dritten einstellen und einen vierten sogar. Wir müssen die auch mal fortbilden. Können wir mal ganz kurz gucken. Personal. So, Techniker. Okay, zack. 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 So, die haben jetzt Fortbildungsstufe 2, dann arbeiten die auch besser. Den auch. So. Okay, dadurch. Boah, wir haben nur einen Hausmeister für den ganzen Park. So, dadurch steigt natürlich die Qualität, ja, und die Fahrgeschäfte gehen seltener kaputt. Okay. Hoffe ich zumindest. So, wir müssen jetzt ein bisschen Geld sparen. Jetzt ist an der Zeit, wo wir Geld sparen müssen. Ja, wie sieht es denn aus hier? 92%, okay. So. Ja, da können wir den restlichen Weg, den können wir einfach so lassen eben, weil es stört ja nicht. Aber hier sollten wir noch Mülleimer und Bänke ausstellen. Achso, und einen schönen Torbogen können wir ja auch schon mal ausstellen. Aber erstmal machen wir hier so schöne Bänke hin, ne? Da können wir nichts hinstellen, weil da dieser Knick ist. Super. Kann man das nicht irgendwo hier hin? Nein. Oh. Oh, Mülleimer kann man nicht zu wenige haben. Okay, Lampen. Und dann haben wir das Grundequipment hier wieder für ready. Hier nehmen wir für diesen Hauptweg nehmen wir immer die gleichen Lampen. Aber diese Lampen, finde ich, diese Lampen meine ich, die passen hier richtig geil rein. Guck mal, wenn du die hier so hinstellst. Hier eine. Ah, das ist ein Traum. So, aber das ist hier jetzt unsere Lampe, die wir natürlich immer hier verbauen, auf diesem Weg. Und das soll natürlich auch weiterhin so sein. So, was denn? Nee. So eine Öllampe ist auch cool, ne? Die würde auch gut hier reinpassen, finde ich. Die hat immer so dezent den Boden beleuchtet. Aber wir machen echt guten Gewinn.
Das freut mich sehr. So, wie gesagt, der Park ist ab Folge 21 in der Playlist entstanden, ne? Und wenn man eine Folge ausfällt oder so, einfach immer auf Facebook schauen. Findet ihr alles unter diesem Video verlinkt. Ist ganz einfach zu finden. Oder eben Twitter. Ist ja auch. Viele haben ja Twitter. Ich weiß gar nicht, hast du Twitter? Kannst, ich habe keine Ahnung. Aber wenn ja, ne? Einfach den Link unten anklicken. Instagram findest du auch. Und bla 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 bla. Ganz Gedöns. Wir müssen ja hier alles ausleuchten. Alright. Wunderschön. Wenn man sich den Park mal bis jetzt so anguckt. Ah, das ist so wunderschön. Aber wir müssen irgendwann mal anfangen, diese Bahn hier zu bearbeiten. Ne? So. Weil dann ist es so, dass wir nämlich diese Probleme wegkriegen. Okay. Ich bin überlegen, ob wir eine Achterbahn bauen sollen. Aber sowas hier. Die sich auch dreht. Ja? So. Und die soll dann schön am Märchenturm langfahren und durch dieses Gebiet da. So könnte man den Eingang sogar bauen. Ne, die müsste so rumgebaut werden. Okay. Wir müssen mal gucken. Warte mal, wir machen das so rum. Nein. So rum meine ich. Okay, genau. So. Was haben wir denn hier? Ah, geil. Da kannst du einstellen, wann die sich drehen sollen, was? Okay. Sehr nice. Warte mal, nee, Moment. Das hier ist zu übertrieben. So. Märchen ist ja auch was für Kinder, ne? Können das ja so machen, dass sie richtig so scharfe Kurven hat. Wie die wilde Maus. Kennt ihr die? Ah, das kannst du hier schon einstellen. So, jetzt ein bisschen, warte mal, das hier müsste ein bisschen breiter. Dann passt das, genau. Das ist ein bisschen kürzer. Und ein bisschen so rum. So, und dann fährt die nämlich an dem Turm herunter. Ah, warum klappt das nicht? Das wäre doch perfekt. Okay, warte, dann muss das ein bisschen länger sein. So. Mega cool. So, und dann, genau, braucht die wieder Schwung. Warte mal, ich glaube. So ist besser. Genau, stopp. Und nach oben. So. Den Nervenkitzel. Genau, die kann sie einmal selber kreuzen. So, hier kriegen wir, darf sie sich nochmal ein bisschen drehen.
Bingo. Ich finde die eigentlich ganz cool. So, dann machen wir mal einen Test. Wie viele Wagen soll die denn haben? Achso, guck mal, wir hätten auch wieder... Ich vergesse immer, diese Dinger hier anzubauen. So, warte mal, wir müssen mal eben ganz kurz einstellen, wie viele Wagen die haben kann. 3 maximal. Noch mehr? Ne. Okay, 3. 15, 30. Okay. Machen wir mal einen Test. Okay, das muss schon mal schneller gehen, weil sonst ist das Problem, dass die Fahrt zu lange dauert. Aber wir bräuchten eigentlich einen längeren Bahnhof. Ich glaube, das müssen wir nochmal editieren. Aber wir gucken einfach mal, ob der Kurs an sich erstmal klappt. So, hier, ab hier dreht die sich, ne? Guck mal, die ist nämlich viel zu langsam. WTF. Okay, warte, 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 warte. Ne, 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 ne. Schiene bearbeiten. Genau. Dann machen wir hier. So, das müsste jetzt besser sein, oder? So, mal gucken. Ah, jetzt guck mal, jetzt. Das geht ja rucki zucki jetzt. Das müsst ihr jetzt packen. Ab da wird jetzt gedreht. In den Kurven, genau. Oh, da kann man sich schon mal drauf vorbereiten. Und dann. Na, 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 na. Genau. Nice. Oh. Okay, das hier ist so hoch. Warte, das muss ein bisschen niedriger. Ich sollte sie jetzt aber schaffen. Warte, ich guck nochmal. Und hier würde ich schon anfangen, die hier runterfahren zu lassen, oder? Ein bisschen zumindest. Aber dann geht das alles schneller, weil die muss eigentlich schnell immer am Ziel sein. So, jetzt. Ah doch, jetzt klappt's. Guck, und jetzt? Nochmal. Na doch, ist auch gut. Aber die brauchen mehr Züge. Mindestens 4. Und dann haben wir nämlich immer konstant welche am Fahren. Ja. Okay, dann lass uns den Schluss nochmal eben bearbeiten. Machen wir das hier weg? Nein. Das war schon richtig. Weg. 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 Nee, ich würde gerne den Bahnhof verlängern. Genau. So. Und jetzt. Zack. Oh ne, hässliche Kurve. Könnt ihr machen, dass sie sich nochmal dreht in sich. Warte mal. Hier. Ich will gerne bauen. Ah, jetzt geht's. Oh. Was haben wir denn hier alles so Schönes? Eigentlich noch nutzen, ne? Hm. Genau, dann einmal so, komm. Was haben wir bauen? Am besten aber nach unten. Ja, das wäre halt... Ja. Ist halt perfekt so, ne? Aber egal. Batz. Ja, warte. So. So. Hä? Nein. Oh. Nochmal. So. Schiene länger machen und runter. Ah, jetzt runter.
Aber die kommt da sowieso nicht hoch. Ja. Weil doch, schafft die. Wir müssen da nur den Dings dann niedriger machen. Da scheidet sich das jetzt, ja, ne? Warte, dann machen wir die hier nochmal hoch. Die muss halt irgendwie jetzt zum Schluss kommen. So, hier aber. Oh. So. So. Kurve nochmal. Da wir jetzt aber auch mehr Züge haben, geht das ja voll klar. So, jetzt aber. Da manche Stellen müssen wir noch überarbeiten. Zum Beispiel das hier. Sieht nämlich nicht so schön aus. Genau, dass das nicht zu brutal wirkt. So, und dann hier. Aber sonst ist es doch gut eigentlich. Genau, hier, das hier wollte ich noch ein bisschen runter machen. Das auch. So, jetzt passt der Name ja, Magic Twill. Cool. Okay, wie viele Züge können wir denn jetzt platzieren? 4 müssen doch jetzt gehen, oder? 5 sogar. 6. Okay, das ist nice. So, jetzt machen wir einen Test. Patz. So, das dürfte jetzt klappen. Machen wir gleich mal eine Fahrt mit. Also die dreht sich, die hat da so einen besonderen Kurvenverlauf, der hier nicht so schön aussieht. Das ist das aber egal. So, damit können wir super viele Leute transportieren. So, zack. Und dann geht's weiter. Aber die Wertung ist eigentlich okay. Ah, weil ich das hier... Aber das schafft ihr aber. Oh, nice. Ah, ich glaube, den Knick hier mache ich raus. Der gefällt mir immer noch nicht so. Ich will schon, dass es cool aussieht. Tut mir leid. Komm. Weil können wir den Knick denn machen? Ah. Müssen den behalten, oder was? Ich finde diese Stelle hier nicht so schön. Wo ist denn das, wo die hier so hängen bleibt? Hier, ne? Warte, die fährt hier hoch. Na, das können wir aber auch nicht mehr runterkriegen. Ah, dieser Knick hier, ne? Der gefällt mir gar nicht. Den will ich gern weghaben. Warte mal, können wir da eigentlich, warte mal, ganz kurz. Können wir den noch da rein? Oh, das wäre mega geil, aber ich glaube nicht. Schade. Schade, okay, kann ich alles haben? Ja, damit müssen wir leben.
Aber sonst ist sie eigentlich ganz cool. Aber hier den Dings können wir auch noch rausnehmen. Warte mal. So, machen wir eine Fahrt mal mit. Genau, dann sieht das nämlich besser aus. Ist sie eigentlich hier auch schräg? Nee, ist alles richtig. Ah, das hier, ne? Wenn ich das einmal abreiße. Das auf jeden Fall. So wird der Knick raus, oder? Ne, da ist er immer noch. Finde ihn mega hässlich. Ich will die Achterbahn gleich erstmal wieder rausfliegen. Ja, lass mal so. Oh. Okay. Das Ding ist fertig. Du musst ja mit manchen Sachen leben, ne? Kann ja nicht alles haben im Leben. So, Eingänge bauen. So, Eingang platzieren. Ausgang platzieren. Den machen wir auf der anderen Seite. Eingang mit Weg verbinden. Dann nehmen wir dann... Oh, ist schon wieder 20 Minuten die Folge. Alter. Dann nehmen wir dann... den hier? Nee. Nee. Doch, der ist eigentlich... Warte mal, der hier. So. Wir haben gelernt. Ich glaube, das dürfte reichen. Ich hoffe einfach mal, dass es reicht. So. Und den Ausgang natürlich, Ladies and Gentlemen. Nein, komm her. So, we can open. Okay, ey, das ist ja geil. Das hier ist nicht geil. Aber da stellen wir jetzt einfach einen Essensladen hin oder sowas. Und dann eine erste Hilfestation, die haben wir noch gar nicht, ne? Mhm. Souvenirladen haben wir schon. Trinken. Was ist das denn? Nein. Schön. So, guck mal. Das sieht mega cool aus. Das ist so schön geworden. Ach, herrlich. So, dann machen wir zum Schluss der Folge noch eine Fahrt mit der neuen Bahn hier. Ja, zack. Und zwar gehen wir aber nicht... Nein, nein, nicht spoilern. So. Warte, wir gehen in den Zug. Okay. Und Sitz ist okay, oder? Warte mal, nehmen wir den hier. Achso, wir können auch rückwärts. Okay, nehmen wir den. So. Los geht's. Achso. Mist, wir sind erst im nächsten Zug dran. Kommen denn schon Leute? Ah, da kommen schon welche rüber, okay. Da bin ich mal gespannt. Mit dem Drehen, ey, da werden wir jetzt bestimmt uns übergeben. Also Leute, ich verabschiede mich schon mal, ja. Ich hoffe, ihr werdet Spaß haben mit der Fahrt und danke fürs Zusehen. Bis morgen um 14 Uhr gibt es dann die nächste Folge Planet Coaster. Tschüss. Achso, eine Wasserbahn bauen wir bald auch endlich wieder. Ja, ja. Aber ich fand die nicht so cool. Also tschüss.